Und Herr Erle, Sie kommen von der Firma Brinted Systems aus Chemnitz. Sie haben sich da was einfallen lassen. Und zwar geht es jetzt mal hier um diese Crosscards. Die tragen Informationen mit sich. Genau. Was tun die? Jede Karte beinhaltet einen eingedruckten 96-Bit-Datenspeicher, ja. Der bei uns auf der Druckmaschine hergestellt wird. Wie wird der eingedruckt? Einfach auf der Druckmaschine mit neuen Materialien, nicht mehr wie mit Silizium, wie man das kennt aus der Elektronik, sondern mit sogenannten Funktionspolymeren. Das sind Kunststoffe mit elektrischen Eigenschaften. Und diese elektrischen Eigenschaften, leitend, halbleitend, isolierend, führen dazu, dass man elektrische Bauteile herstellen kann. Ja, und wieso sieht man hier gar keinen Anschluss? Denn wir werden gleich sehen, dass man dann noch einen Reader dazu braucht, um die Karte zu lesen. Ja. Aber man sieht hier nichts. Nein, einen Anschluss oder Ähnliches sieht man nicht. Der kleine Datenspeicher ist zwischen zwei Papierlagen eingedruckt, dann zusammengeklebt. 96 Bit, das sind 12 Byte, ist im Moment das Größte, was Sie machen können. Jawohl, genau. Und wird das irgendwann mal eine Konkurrenz werden zum Silizium? Das glauben wir nicht. Also Siliziumelektronik ist viel leistungsfähiger. Wir wachsen von unten nach, sage ich mal. Ja, die Siliziumelektronik wächst uns davon. Aber wir werden auch leistungsfähiger. Ja? Also wir hatten letztes Jahr noch 16-Bit, haben dieses Jahr 96-Bit und gehen auch davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren steigern wird. Immer wieder doppelt. So wie das beim Silizium war. So wie das beim Silizium war. Ja, möglich. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Also das sind Karten mit Informationen mit 96-Bit. Da ist A die IP-Adresse von einem entfernten Server drauf gespeichert, verschlüsselt drauf gespeichert. Und B ist drauf gespeichert, um was für eine Karte es sich handelt. Genau. Die wird als ID weitergegeben an den Server. Und der Server hat dann die Intelligenz und kann da jetzt etwas machen. Und das wollen wir einfach mal praktisch zeigen. Sie haben hier so eine schöne Büchse dabei. Das ist so eine Demo-Büchse. Da sind auch noch Karten drin. Und das hier, das ist der Reader. Und damit Sie das hier mal sehen können, da kommt ein USB-Anschluss dran und dann geht es zum Computer. Also keine Zauberei dabei, sondern das haben wir hier schon gemacht mit diesem Reader. Das steht da unten, ist der Computer. Und jetzt geht es einfach los. Was machen wir denn zuerst einmal? Also installieren muss man nichts, man steckt nichts, nur ein und nur schon geht's los. USB rein und jetzt stecke ich hier die Karte rein. So, das geht hier um Kinderwissen oder was steht da drauf? Stecke rein. Da geht's automatisch los auf dem Bildschirm. Es werden jetzt die 96-Bit übertragen und ein Browser geht auf und ein Wissenstest, Weltall und Raumfahrt. Das kommt ja jetzt von einem anderen Server. Das ist ja nicht auf der Karte drauf. In dem Fall springt die Karte den Geo-Server an, www.geo.de, und übergibt dem Server die Daten. So, dann machen wir mal weiter. Hier ist irgendeine Sicherheitskarte. Hinein damit. Was passiert hier? Ja, wollen wir mal gucken. Da geht es los. Zack. Bitte Ton anschalten. Damit Ton müsste eigentlich an sein. Bringen Sie jetzt unseren Printed System Server an und demonstrieren, welche Sicherheit mit diesen Karten übertragen werden kann. Ja, okay. Und hier, das habe ich vorhin mal reingesteckt, da kam tatsächlich Musik raus. Stecke ich jetzt hier rein. Hier, so. Und es geht wieder los, wird eingeschrieben. Wo geht's hin? Aha. In dem Fall starten wir einen Music-Download, also einen Music-Stream, um Musik anzuhören. Wie könnte man jetzt die Anwendung, wie könnte man sich vorstellen? Wer lässt sowas auf die Karte machen? Also was man sich vorstellen kann, ist die Anwendung dieser Karten zum Beispiel, so wie wir es hier sehen, im Music-Download oder im Video-Download. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen die Karte beim Einzelhändler abends, um Ihren Videofilm abends anzuschauen. Ja. 99 Cent für die Karte, und wenn Sie den Film angeguckt haben, schmeißen Sie die Karte einfach in den Papiermüll. Denn die Sachen sind recycelbar. Da ist nur Kunststoff drin, das ist eine Druckfarbe wie jede andere auch. Und jede Karte hat eine eigene ID? Jede Karte hat einen eigenen Code, jawohl. Sodass ich das also auch verbinden kann, damit ich habe die 99 Cent bezahlt. Genau. Und nur ich kriege das natürlich zu sehen. Genau. Das finde ich ja doch schon recht raffiniert. Da kann man sich schon einiges ausdenken. Aber ich möchte noch eins zeigen. Und zwar haben wir das hier im Studio gemacht. Ja. Was machen wir mit der CC2? Wir haben hier so eine Karte, steht auch mein Name drauf, Back hier, Feedback, eine Kundenkarte. Und stecke ich rein. Da geht's los. Wir gehen jetzt auf Ihren Server und Sie haben einen Link gemacht hier auf unseren
Computerclub. Genau. Müsste ich mir eigentlich mal überlegen, was wir mit den Karten da so machen können. Denn Sie sagten mir, wenn die Anzahl der Karten groß genug ist, dann liegen die im einstelligen Centbereich. So ist es, genau. Ja. 5-6 Cent, oder? 5-6-7 Cent, genau. Bei einer Million? Oder? Bei einer Million Karten, ja. Ja? Ja. Ist ja doch schon ganz... man kann ganz ideenreich da mal dran gehen, ja, was man so alles machen kann. Schade ist es natürlich nur, dass Sie so ein Ding brauchen dafür, dass man sich das besorgen muss, dieses Lesegerät. Wie kriegen Sie jetzt die elektrischen Impulse da rein? Also es ist technisch gesehen sind Kondensatoren in der Karte, also elektrische Bauteile, die kapazitiv von dem Reader gelesen werden. Mhm. Kapazitiv? Das kapazitiv, also Sie brauchen quasi keine... Quasi hier Transistoren drin? Kondensatoren drin, die kapazitiv gelesen werden, genau. Und Sie brauchen eben keine ohmsche Verbindung, deshalb brauchen wir keine Leitungen, die nach außen gehen oder sowas, sondern es ist das, was man Near-Field-Kommunikation heute nennt. Mhm. Ja, also sehr nah muss es ran, aber Sie brauchen eben keinen ohmschen Kontakt, sondern es ist eine Near-Field-Kommunikation. Wenn Sie die 1 Million herstellen, wie viel Ausschuss ist denn dabei, oder? Kann man das sehr genau machen oder sind einige Karten dann auch dabei, die nicht funktionieren? Nein, also alle Karten, die wir ausliefern, sind 100% geprüft. Die sind geprüft? Jawohl. Finden die dann auch welche bei der Prüfung, die nicht funktionieren? Die wird es immer geben, natürlich. Ja. Ja. Ja, das ist nun Ihre Aufgabe, das möglichst klein zu halten. Unsere Aufgabe ist, möglichst klein zu halten, genau. Ja, und wie soll das weitergehen? Diese 96, da haben wir schon drüber gesprochen, dass es irgendwann mal mehr werden wird. 96 Bit, wenn ich jetzt plötzlich, naja, so ein Kilobit oder ein Kilobyte wäre natürlich eine schöne Zahl, wo man mehr machen kann damit. Was könnte man denn noch mit so etwas machen? Also heute können wir eigentlich alles damit machen, weil die 96 Bit ausreichen, um jeden beliebigen Server auf der Welt zu adressieren damit und eine laufende Nummer den Karten zu geben, sodass jede Karte eine eigene Berechtigung hat, irgendwas zu tun. Und der nächste Schritt wäre dann in der Tat, so wie Sie es jetzt sagen, auf der Karte selber die Intelligenz unterzubringen. Ja. Denn so weiß ja das Backend, was die Karte tun soll. Mhm. Video-Download, irgendein Produkt anzeigen, in den Warenkorb springen oder sonst irgendwas. Aber in Zukunft könnte es schon sein, dass der Videofilm auf der Karte ist. Doch bis dorthin, bis wir da ein paar Mega oder Gigabyte drauf speichern können, das wird noch lange dauern. Im Moment doch noch dem Silizium, würde ich sagen. Das würde ich auch so sehen. Und aber Sie haben auch noch andere Sachen Sie haben jetzt gar nichts dabei, dass man da auch mit Tastaturen bauen kann. Einmal Tastaturen quasi, die man vielleicht von der Rolle sogar runterzieht. Ja, dann. Ja. Und das ist ja nun auch möglich. Wir drucken auch Einmaltastaturen, auch aus der Druckmaschine. Bis 30, 40 Tasten auf so einem DIN A4-Feld gehen etwa. Das stecken Sie auch an den Konnektor und dann können Sie auch mit den Tasten beliebig. Okay, da haben wir nochmal ein Thema für die Zukunft. Ja, okay, danke, dass Sie da waren. Ich bedanke mich, Herr Wacker.